Willst du mich beleidigen? Glück auf, ihr Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Adel 1993. Ich lasse mich heute hier in meinem Wohnzimmer mal nur durch das Sonnenlicht ein bisschen ausleuchten. Außerdem schaue ich ab und zu mal nach unten, weil ich mir ein Skript geschrieben habe. Und mein T-Shirt passt perfekt zum Sofa hinter mir. Der innere Monk ist einfach begeistert, Freunde. Bevor der eigentliche Content des Videos losgeht, mal noch zwei, drei Dinge in eigener Sache. Wenn ihr Videospiele mögt, wenn ihr Let's Plays mögt, dann schaut gerne mal auf meinem Gaming-Kanal vorbei. Dort oben ist er jetzt verlinkt, klickt da gerne mal drauf, Freunde, wird mich riesig freuen. Im Moment spielen wir dort FIFA 21, eine Karriere mit Erzgebirge Aue, und wir spielen Mafia 1. Wenn Mafia 1 fertig ist, habe ich mir fest vorgenommen, wieder anzufangen mit Livestreamen auf Twitch. Klickt auch da gerne mal auf die entsprechenden Links. Findet ihr überall im Kanal, unten in der Videobeschreibung, auf der Kanalseite. Klickt dort gerne mal drauf. Und noch eine News, die den Hauptkanal betrifft. Ich bin ja ein Riesenfan von Serien, insbesondere von Sitcoms. Und Sitcoms haben einige fantastische Lieder hervorgebracht. Ob es nun die Titelmelodien sind oder ob es Lieder sind, die in den Sendungen mal gespielt wurden. Ich finde die einfach großartig und ich möchte auf dem Kanal ja auch das machen, was mir Spaß macht. Und deshalb werde ich so ein paar Lieder in Zukunft unregelmäßig auch mal hier auf dem Kanal covern. Ich möchte euch das nur sagen, nicht, dass ihr euch wundert, warum dieser Typ hier irgendwann mal von einer komisch riechenden Katze oder von Hühnchen mit Reis singt. Also das hat schon seinen Sinn. Ich bin nicht verrückter als sowieso schon. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Content des Videos. Wie ihr bereits im Titel des Videos lesen könnt, möchte ich abnehmen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum mache ich das nicht einfach, sondern mache das hier auf YouTube öffentlich und möchte den Weg mit euch gemeinsam gehen. Um diese Frage zu beantworten, muss ich etwas weiter ausholen. Ich habe schon in der Vergangenheit viele, viele Abnehmversuche gestartet. Einige begannen ziemlich erfolgreich, andere weniger. Anfang dieses Jahres habe ich wieder einmal angefangen und es ging echt gut los. Zwei Monate lief alles top, alles super. Ich habe gut Gewicht verloren, ich habe mich gut gefühlt. Und dann kam diese Situation, in der wir uns gerade alle befinden. Und meine Stimmung änderte sich innerhalb kürzester Zeit von... Mein Jahr! Zu... jetzt noch. Ja, und trotz aller meist negativen Umwelteinflüsse muss man natürlich ganz klar sagen, die Schuld daran, dass ich nicht weiter abgenommen habe, trage ich selbst. Das ist mir klar, da brauche ich nicht drum herum zu reden, das ist einfach so. Egal welche Umwelteinflüsse gekommen sind, diese Entscheidung im Unterbewusstsein, ein Ziel nicht weiter zu verfolgen, die treffe ich ja selber, auch wenn das im Unterbewusstsein ist. Es kam ja niemand zu mir und hat gesagt, wir haben jetzt diese Situation, du hörst jetzt auf abzunehmen. Ja, das ist ja Quatsch. Auch muss man sagen, ich nehme ja für mich ab. Ich nehme ja nicht ab, weil jemand zu mir kommt und sagt, du bist fett, nimm mal ab. Da könnte ich genauso gut zu dem sagen, du bist dumm, halt die Klappe. Ja, das ist genau dasselbe. Natürlich nehme ich es mir an, wenn meine Freunde zu mir sagen, und ich nehme das auch dankend an, wenn meine Freunde zu mir sagen, ja, du, deiner Gesundheit würden ein paar Kilo schon weniger schon gut tun. Das ist vollkommen klar. Ich danke denen auch dafür, dass sie sich halt diese Sorgen um mich machen. Und aber die Entscheidung, ob man das halt dann durchzieht, die trifft man halt leider am Ende selbst. Und so schleppte sich dieses Jahr halt hin. Man weiß, dass man eigentlich was tun sollte, um so ein Ziel zu erreichen. Aber andererseits hat man es halt auch innerlich leicht aufgegeben und zieht es einfach nicht mehr durch. Und dann helfen halt auch solche dezenten Hinweise, dass man zu viel isst, nichts mehr. Wie zum Beispiel folgender. Yo, hier ist Adel, ich würde gern was bestellen. Ja, ich schon wieder. Eine Partypizza. Doch, hier ist eine Party. Hier ist eine Party. Hören Sie nicht die Musik? Adel, geile Party! So, herbringen. Ey, der hier oben bestellt schon wieder was zu essen, Mann. Ey, ich gehe jetzt hoch hier. Wer ist das denn jetzt? Na?
wieder schön fett Essen bestellt, hä? Ja, ihr merkt schon, das Video soll natürlich auch ein bisschen unterhaltsam dargestellt sein. Ich möchte jetzt hier nicht einfach nur eine Viertelstunde mit euch einfach nur reden, denn das ist für euch langweilig, das ist für mich langweilig und so soll es ja nicht sein. Deshalb ein paar überspitzte Darstellungen ab und an sind, denke ich, schon okay. Und wie es manchmal so ist, es kam in diesem Jahr dann doch nochmal ein Anstoßpunkt. Ein Anstoßpunkt, der mir gezeigt hat, dass es so einfach nicht unbedingt weitergehen sollte. Und zwar war ich mit Nadja im Urlaub. Und zwar in Österreich. Wir haben diesen Urlaub ja in 2 Vlogs auch mit euch hier über YouTube geteilt. Die beiden Videos findet ihr jetzt auch da oben im i. Noch schön eine Möglichkeit, Werbung für die Videos zu machen. Wir waren in diesem Urlaub ja sehr, sehr viel wandern, jeden Tag. Und was soll ich euch erzählen? Mann, ist mir das schwer gefallen. Sei es mit der Luft, obwohl sich die eigentlich relativ schnell immer wieder regeneriert hat, aber auch das Gewicht, was man halt so einen Berg dann mit hochschleppt, das war, ja, ich habe so dermaßen viel gekeucht und es war halt einfach nicht mehr feierlich. Und als wir dann wieder zurückgekommen sind, habe ich ein bisschen über die ganze Sache nachgedacht und irgendwann bin ich für mich zu diesem Entschluss gekommen. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Und daher befinde ich mich seit 3 Wochen in einem neuen Abnehmversuch. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum mache ich das öffentlich? Ich mache das nicht, weil ich jetzt aktiv Hilfe haben möchte, indem ihr mir schreibt, du sollst das machen, du sollst das machen, du sollst das machen. Darum geht es mir nicht. Die Formel fürs Abnehmen mit den Kalorien, die kenne ich. Ich habe mir dazu auch schon Videos angeschaut, unter anderem eins von Sascha Huber, was mir da sehr geholfen hat. Habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt da gerne mal drauf. Sascha Huber, sowieso eine große Nummer hier auf YouTube. Lohnt sich immer, also schaut da gerne mal rein. Ich weiß auch, dass ich Sport machen muss, damit im Zuge des Abnehmens nicht irgendwo solche Hautlappen hängen bleiben. Auch das ist mir bewusst. Ich mache das Ganze öffentlich, um mich durch diese Videos unter einen gewissen positiven Druck zu setzen. Nämlich, ich möchte euch jeden Monat oder alle 2 Monate, je nachdem wie es halt gerade passt, auf dem Laufenden halten. Ich möchte euch einen Fortschritt liefern. Euch als meine Zuschauer möchte ich etwas zeigen können und möchte ich auch beweisen können, dass ich es durchziehe, dass ich jetzt was schaffen kann und deshalb mache ich das Ganze öffentlich. Ich weiß ja auch, dass einige bereits auf dieses Video hier gewartet haben. An dieser Stelle möchte ich mal noch kurz einfügen, dass mir natürlich auch, weil ich das gerade mit dem Video von Sascha Huber erwähnt habe, natürlich auch meine Freunde schon viele Tipps gegeben haben und ihre Hilfe angeboten haben, was ich denn machen kann, damit mir das Ziel gelingt. Und es ist so, dass natürlich auch die Tipps dann alle irgendwo ineinander übergreifen und ich mir auch da von allem natürlich auch was rausnehme. Auch möchte ich ganz kurz nochmal auf den Titel des Videos hinweisen, nämlich, was ich euch jetzt sage, wie ich das Ganze machen möchte, wie ich das aufziehen möchte, ist etwas, wie es bei mir klappen soll. Ich spreche da jetzt nicht für die große Allgemeinheit, dass es bei jedem genauso funktioniert. Es ist etwas, wie ich es jetzt durchziehen möchte, wie ich das versuchen möchte. Und ich weiß, dass es viele andere Methoden gibt und jeder Körper reagiert auf alles anders. Ich möchte das jetzt nur mal kurz noch so mit einfügen, dass jetzt hier dann keiner schreibt, naja, das geht so gar nicht und das musst du auf Dauer anders machen und so. Das werde ich dann schon feststellen, aber das ist halt das, was für mich im Moment erstmal funktioniert. Und bevor ich euch jetzt genau sage, was ich mache, wie ich es schaffen möchte, brauchen wir natürlich erstmal ein Anfangsgewicht. Ne? Wir kommen nicht drum rum und ich habe mich auf die Waage gestellt, ganz am Anfang, also vor 3 Wochen. Und das Ergebnis seht ihr hier. Wir haben jetzt den 19.10.2020. Es ist bereits abends, 6:45 und ja, eigentlich soll man sich ja früh wiegen. Ich habe das heute den ganzen Tag über vergessen und deshalb schauen wir mal. Ich steige jetzt auch mit euch gemeinsam hier Uncut drauf. Ich habe keine Ahnung, was die mir jetzt gleich anzeigen wird. Das heißt, es wird für euch genauso ein Schock wie für mich und zwar live. Oh Mann. Wow. Ja, Freunde, das ist schon ganz schön heftig für eine Körpergröße von 1,61 Meter. Aber okay, ich definiere jetzt kein Ziel in Kilogramm, sondern ich werde irgendwann dann hoffentlich mal feststellen können, das ist die Statur, das ist die Körperverfassung, in der ich mich wohlfühle oder zumindest wohler fühle. Und das wird dann irgendwann mal ein Ziel sein.
Das werde ich aber dann im Laufe der Zeit merken. Ich möchte jetzt kein Ziel in Kilogramm definieren. Ja, und nun kommen wir zu einem weiteren Hauptpunkt, nämlich wie ich genau abnehmen möchte, was ich tun möchte. Und der wichtigste Punkt ist natürlich logischerweise Ernährung umstellen. Die Frage jetzt, wie kann sowas aussehen? Ernährung umstellen. Könnte man das machen? Gut, okay, das reicht natürlich nicht. Aber ja, das Hauptproblem, was ich habe, ist nicht unbedingt das, was ich esse, sondern wann ich was esse. Es ist so, dass ich halt oftmals sehr, sehr spät am Abend esse. Und dann natürlich auch nichts unbedingt, was gut für mich ist, sondern dann ist es halt wirklich, sei es noch eine Pizza oder sei es Nudeln oder auch mal Fastfood, wenn ich denke, dass ich abends unbedingt nochmal zu einer Fastfood-Kette, zum Gasthof, zum Goldenen M fahren muss oder sowas. Das ist wirklich mein Hauptproblem. Und für den Fettabbau, für das Abnehmen, für das Gewicht ist einfach so spätes Essen natürlich Gift. Das ist einfach so. Ja, das ist natürlich der Hauptteil der Umstellung, dass ich darauf achte, wann ich was esse und wie viel ich wann esse, damit der Körper eben nachts eher auf Fettreserven zurückgreift und nicht auf das, was ich ihm gerade eben dummerweise gegeben habe. Das ist also der Hauptgrund, das muss ich jetzt langsam einrufen. Begonnen habe ich dieses Abnehmvorhaben aber ganz anders. Und zwar habe ich vom lieben Jörg ein Rezept bekommen für eine magische Kohlsuppe. Vielen lieben Dank nochmal, Grüße gehen auf jeden Fall raus. War eine Erfahrung, war eine gute Erfahrung und ich möchte euch auch sagen, wieso. Weil ich bin mir sicher, dass einige jetzt sagen, ja, aber wenn du jetzt eine Woche Kohlsuppendiät machst, also die wissen, worauf es hinausläuft jetzt schon, dann hast du doch sofort den Jojo-Effekt, da hast du sofort alles wieder drauf, das bringt doch nichts. Ich möchte euch sagen, warum ich das gemacht habe. Und zwar habe ich damit angefangen, um eine Motivationswoche erstmal zu haben. Ich habe 5 Tage Kohlsuppendiät gemacht, um einfach sofort nach Woche 1 einen Erfolg zu sehen. Den muss ich dann halten, das ist mir vollkommen klar. Und ich muss darauf achten, dass kein Jojo-Effekt entsteht dadurch. Und der ist auch nicht entstanden, das kann ich vorwegnehmen. Aber so als Motivation für den Anfang war es für mich halt einfach gut. Und wie das genau aussieht, das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe das nämlich den Freitag, also ich habe das 5 Tage gemacht. Und den Freitag, den letzten Tag, habe ich das früh nämlich mal aufgenommen. Und so sieht sie aus, die magische Kohlsuppe. Ich nehme dazu immer noch gerne ein kleines bisschen Curry, also ein bisschen viel Curry. Einfach nur, weil es mir gut schmeckt. Das kann aber jeder machen, wie er möchte. Das muss man jetzt nicht unbedingt reinmachen. Und dazu kann man dann halt jeden Tag so bestimmte Sachen dazu essen. Und die Sachen, die man da dazu essen kann, die lese ich jetzt mal ab. Also am ersten Tag sind das zum Beispiel alle Arten von Obst, außer jetzt Bananen und sowas. Am zweiten Tag frisches Gemüse und abends darf man sich dann mit einer gebackenen Kartoffel belohnen. Am dritten Tag Obst und Gemüse, wie man möchte. Am vierten Tag gibt es dann 3 Bananen und auch ein bisschen Milch dazu und viel Wasser. Viel Wasser ist an allen Tagen sehr wichtig. Am fünften Tag Fleisch und Tomaten, also da kann man dann auch mal wieder ein bisschen Rinderfilet, Schweinefilet und halt ein paar Tomaten essen. Am sechsten Tag gibt es dann Hähnchen mit dazu, Frühlings- und Bärlauchquark. Und am siebten Tag gibt es dann auch gekochten Schinken und Meerrettich und Salatgurke, ganz wie man möchte. Und ja, so sieht's aus, die Kohlsuppendiät. Danach zwingend erstmal eine Pause von 7 Tagen einlegen. Also so sieht es jetzt aus, wenn man sie durchzieht. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, nur 5 Tage erstmal gemacht. Wenn man das Wochenende eigentlich fast jede Woche woanders ist, dann ja, ist das schwierig und muss dann auch nicht sein. Von Anfang, denke ich, ist das schon ganz okay. Absolut tabu während der ganzen Zeit sind Alkohol, jegliche Art von Zucker, süße Säfte, süße Limonaden. Das ist halt während der Tage nicht so förderlich. Kaffee ist in Ordnung, allerdings nur früh bis zur ersten Kohlsuppenmahlzeit. Danach dann eher nicht mehr und wenn, dann auch nur ungesüßt. Ja, so sah das Ganze aus. Wenn euch das interessiert, wenn ihr gerne mehr über diese magische Kohlsuppe wissen möchtet, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein und dann würde ich für euch mal nachfragen, was ich dazu denn noch so ein bisschen preisgeben darf. Ich habe mich in dieser Woche ungefähr zu 95% daran gehalten, an die ganzen Vorgaben.
Und jetzt ist es natürlich interessant zu erfahren für euch, was hat das denn gebracht? Schauen wir es uns an. So, ihr Lieben, wir haben jetzt Samstag, den 24.10., haben also die 5 Tage Kursuppendiät hinter uns. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal gemeinsam auf die Waage. Ich gehe quasi ab heute wieder in eine, ich sag mal jetzt, normale Ernährung über, die halt verändert ist zu vorher, ganz klar. Was das genau heißt, werde ich euch dann gleich noch erzählen. Aber ich würde sagen, jetzt steigen wir erstmal gemeinsam hier auf die Waage und hoffen mal, dass sie lieb zu uns ist. Ja. Ich würde meinen, die ist lieb zu uns. Ja, das waren fast 4 Kilo, also schon eine ordentliche Motivation. In der zweiten Woche war ich dann hauptsächlich damit beschäftigt, meine Ernährung umzustellen. Heißt, ich habe ein ordentliches Frühstück, ich habe ein normales Mittagessen und abends esse ich halt weniger. Manchmal auch nur ein Proteinriegel, der sättigt auch. Für eine ganze Weile hält das an und schädigt halt nicht und es reicht halt. Ich habe dann auch danach nicht ein paar Minuten später das Gefühl, dass ich jetzt wieder was essen muss oder sowas. Das ist schon in Ordnung. Von Montag bis Donnerstag ziehe ich das halt strikt durch. Dazu kein Alkohol und viel Wasser. Freitag ziehe ich das noch so halb durch. Samstag und Sonntag, hauptsächlich Samstag, achte ich da weniger drauf. Ich übertreibe es nicht. Aber es ist jetzt auch, also wenn ich mir da halt auch mal einen Lieferservice gönne, na dann ist das einfach so. Das ist dann kein Beinbruch, es funktioniert trotzdem. Das Ganze muss ich halt natürlich jetzt erstmal so ein bisschen eingrooven. Das dauert halt ein paar Wochen, bis man sich wirklich daran gewöhnt hat. Aber ich bin zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Und dazu kommt dann auch im nächsten Video, im nächsten Monat dann noch ein bisschen mehr. Möchte ja nicht alles gleich vorwegnehmen. Was mache ich sonst noch, um mein Ziel zu erreichen? Was mache ich sonst noch, um ein paar Kilos zu verlieren? Natürlich, ich habe in dieser Woche wieder angefangen, zu Hause ein bisschen Sport zu machen. Siehste, ich benutze das Sportgerät! Für mein derzeitiges Gewicht ist natürlich jede Art von Bewegung und von Sport gut fürs Abnehmen. Denn da brauche ich noch nicht so wirklich sehr darauf zu achten, was ich jetzt genau mache und was ich jetzt trainiere. Alle Arten von Bewegung sind für mich jetzt noch förderlich. Im Moment mache ich halt Crosstrainer, ein bisschen Bauchtrainer mit dem Vitalmax und sowas, Liegestütze und alles. Das ist so das, was ich erstmal mache. 3-mal die Woche versuche ich dazu zu kommen. Diese Woche hat das auch schon mal hingehauen. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Wochen alles festigt. Und auch zum Thema Sport mit ein paar Aufnahmen dazu kommen wir dann im nächsten Video wieder. Denn ich denke, da kann ich euch noch ein bisschen mehr dazu zeigen. Ja, und wie gesagt, seit 3 Wochen läuft dieser Abnehmversuch. Und ich würde sagen, jetzt, nach der ersten Woche Kursuppendiät, haben wir ja schon geguckt, und dann nach dieser Woche Ernährungsumstellung und nach der ersten Woche jetzt mit Sport, würde ich sagen, schauen wir jetzt ein drittes Mal auf die Waage und gucken mal, was sich bis Stand gestern früh getan hat. Ja, ihr Lieben, wir haben es jetzt Samstag, den 7.11.2020, früh um 6. Ich fahre jetzt gleich in die Schule und möchte aber mit euch hier nochmal uncut auf die Waage steigen. Also quasi, wir haben jetzt die 3. Woche meines Abnehmen-Vorhabens fast abgeschlossen. Und ich bin gespannt, was sich jetzt in den letzten 2 Wochen noch getan hat. Was ich da jetzt gemacht habe, habe ich euch ja schon ein bisschen erklärt. Und wir schauen aber jetzt, damit wir wissen, wie wir weitermachen, hier nochmal gemeinsam auf die Waage. Na komm, geh an. Bin ich schon so leicht oder was? So, jetzt Freunde. Stehen. Ja, doch, damit bin ich erstmal wirklich zufrieden. Ja, ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Entschuldigt bitte, dass ich jetzt in diesem Videoausschnitt nicht überschwänglich vor Freude war. Das bist du nicht, wenn du samstags früh aufstehst um 5.45 Uhr. Da bist du das einfach nicht. Und jetzt heißt es natürlich, durchhalten, dranbleiben, und genau aus diesem Grund möchte ich ja auch diese Videos für euch machen. Für dieses erste Video soll es das nun auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen unterhalten. Ich möchte halt diesen Weg mit euch gemeinsam gehen. In Teil 2 dann nächsten Monat wird es dann auch ein paar Aufnahmen geben, von so einem typischen Tag dann, vom Essen,
vom Sport möchte ich da alles ein bisschen mit reinpacken. Heute möchte ich erstmal noch nicht mehr dazu verraten. Erstens geht das Video schon wieder eine ganze Weile und zweitens möchte ich mir natürlich auch den Content fürs zweite Video jetzt nicht komplett schon wegnehmen. Und wie immer am Schluss, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst gerne auch nochmal ein Abo für diesen Kanal da, ganz wichtig, die 100 Abonnenten sind nicht mehr weit, es wäre richtig geil, dieses Jahr dieses Ziel noch zu schaffen, also hämmert nochmal ordentlich auf den Abo-Button, würde mich riesig freuen, vielen Dank für eure Unterstützung und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, bis dahin, haut rein und ciao!